Hallo und herzlich willkommen zu Teil 88 von Mass Effect 3. Wir waren in unserem coolen neuen Apartment, das wir von Anderson gekriegt haben, weil der brauchst du ja im Moment nicht, der ist ja auf der Erde. Und jetzt wurden wir von Joker in diese Sushi-Bar hier eingeladen. Der Joker weiß gar nicht, dass ich gar keinen Fisch mag, aber ich gehe trotzdem hier hin. Vielleicht gibt es ja... Okay, scheint es wirklich nur Sushi zu geben. Aber Sushi gibt es ja, da gibt es ja auch vegetarische, also ohne Fisch. Weil ich mag Fisch wirklich nicht. Vielleicht müssen wir auch gar nichts essen. Vielleicht haben sie auch einen Schnitzel. Sieht alles toll aus. Guten Abend. Möchten die Herren vielleicht einen Drink? Die Herren? Später vielleicht. Ich treffe hier einen Freund. Aber natürlich. Genießen Sie den Abend. Werde ich versuchen zumindest. Bei Jogger weiß man nie, ob man einen Abend genießen kann. Oh, er ist allein ohne Edi. Was? Wir sitzen uns nicht mal gegenüber? Hey, Shepard! Nicht schlecht, was? Dieser Sushi-Laden meint's ernst. Sogar mit einem Franzosen am Eingang. Kaum rettet man zweimal die Galaxie, kriegt man einen Tisch. Sehen Sie die Schlange? What the fuck ist das für ein Typ, ey? Aber ich bin hier, mit einem Drink. Der beste Pilot des Universums und ein Rockstar. Und bescheiden, wie die Sau. Was Neues von der Normandy? Oh, Wartungsarbeiten. Ich mag es nicht, wenn ein Haufen Fremder an meinem Schiff rumfummelt. Ich meine, an ihrem Schiff. Unser Schiff klingt doch gut. Wir können sie nur parken und abwarten, bis die Techs mit ihrer Arbeit fertig sind. Ja, stimmt schon. Vielleicht ein Ölwechsel. Neue Weltraumreifen. Genau. Vertrauen Sie mir, das wird ihr gut tun. Oh, Ihnen vertraue ich. Aber diesen schmierigen Raumfahrtingenieuren nicht. Die klauen immer das Silberbesteck. Was? Wir haben Silberbesteck auf der Normandy. Jetzt machen andere mal die Arbeit. Befehl von Hackett. Sie haben Landurlaub. Ob es uns gefällt oder nicht. Sie kriegen das schon hin. Ich brauche einen Drink mit so einem kleinen Sonnenschirm. Ich bin der erste Spectre der Menschen. Sie kriegen zwei Sonnenschirme. Macht ist was Schönes, Boss. Nein, wir haben sogar noch also, einen Spectre dabei. In Ihrer E-Mail stand, es sei wichtig. Was gibt's? Meine E-Mail? Ich bin hier, weil ich eine Nachricht von Ihnen bekommen habe. Was zum... Ich habe nichts geschickt. What? Commander? Verzeihung, tut mir leid. Schrei doch nicht so. Allianzangelegenheit. Commander? Es ist dringend! Ach so, das ist die in der Schlange. Die hat sicher keine Sonnenschirme. Commander Shepard, ich bin Analystin Maya Brooks, Allianz. Das heißt Allianz-Geheimdienst. Jemand versucht, sie zu töten. Versucht ständig jemand. Wer ist es dieses Mal? Ja, er hat schon davon gehört. Nein, ich meine nicht Cerberus oder die Reaper. Ein anderer jemand. Ein neuer. Sie sind... Es ist... Jemand hackt ihr Konto. Com-Kanäle, persönliche Daten. Sie sind das erklärte Ziel der Aktion. Okay. Und warum versucht mich dann jemand zu töten? Also wie könnte das sicher sein? Wobei, ganz ehrlich, so ein Attentäter hier irgendwo, so ein Trell, der da irgendwo mit einem Scharfschützengewehr steht, ich hätte doch keine Chance, oder? Beziehungsweise, wie ist das? Ich habe ja mein Schild eigentlich immer dabei, also vielleicht doch nicht. Mit meinem Schild fange ich den Schuss dann ab. Die bräuchten dann eine Klinge oder so, die durch Schild durchgeht. Das erklärte Ziel? Was wollen die? Das ist noch unklar. Als ich das letzte Mal ohne definitive Infos geraten habe, hätten wir fast Truppen auf einen Gasgiganten geschickt. Nicht gut. Langsam, Brooks. Tief durchatmen. Oh. Von vorne. Was wissen Sie? Moment! Sie haben keine Reservierung. Oh, das sind sie doch schon. Guten Abend, meine Damen und Herren. Das sind sie doch schon. Die heutige Show besteht aus einer willkürlichen Abfolge von Gewaltakten. Runter! Mann, ich liebe das Show-Business. Ausschwärmen, Jungs. Findet Shepard. Ach, ich muss immer ballern. Ich muss immer ballern, aber ich habe gar keine Waffe, gell? Ich hoffe, sie nicht hat bewegen. Eine dabei. Ich komme! Joker? Aua, mein Pankreas! Hey. Aua, mein Pankreas! Verdammt! Ach, Brooks, ey! Finden Sie die Crew. Ich folge ihr. Crew finden, verstanden.
Ha, total verarscht. Sie benutzen mich als Köder? Los! Sie benutzen mich als Köder! Heul halt rum, ey. Hättest du genauso gemacht. Habe ich eigentlich meine anderen Waffen? Nee. M11 Suppressor, Infiltrationswaffe mit Schalldämpfer, um die Position des Schützen nicht preiszugeben. Ist das zu fassen? Retter der Citadel benutzt Mann mit Glasknochen als Köder. Da ist Shepard! Brooks! Hier drüben! Durchhalten! Woher hat er plötzlich eine Waffe? Verdammt! Das wird halt komplette Pfeifen, daher habe ich eine Waffe plötzlich. Aber sicher, dass das eine Cerberus ist? Söldnerschütze, aber die können halt nix. Halt komplette Plebs. Brooks, bleiben Sie unten! Mach ich! Ich mach halt auch einfach zu viel Schaden schon, gell? Sie haben ihn erwischt! Vor allem, die wissen, dass ich hier bin. Warum gehen die nicht ganz leise rein, gehen an mich ran und erschießen mich, statt dass sie diese Show abziehen? Commander! Ich check die Leute nicht. Sind einfach dumm. Sind einfach dumm. Commander! Ja. Ich habe nur einen Schuss. Vielleicht sollte ich nachladen. Oh, fuck. Commander! Oh oh. Nein, Brooks. Nein. Guck, das meine ich vom Mann, das ist nicht schon früher. Oh fuck. Nice, Alter, wie ich mich da festhalte. Oh fuck, das ist schlecht. Oh. Das tut ganz schön weh. Ich dachte, das wäre ein schönes DLC. Hallo? Amanda, ich habe ein sicheres Terminal. Was, sie lebt? Nice. Sind Sie okay da unten? Ja. Mir geht's blendend. Aber ich bin fast tot und hab nichts zum Heilen. Sie wurden getroffen. Ich weiß. Ich habe Medical benutzt. Jede Menge. Eigentlich sogar alles. Und jetzt dreht sich alles ein bisschen. Ich denke, Sie haben zu viel genommen. Kann ich irgendwie behilflich sein? Alarmieren Sie C-Sicherheit. Ich suche nach einem Weg hier raus. Was ist, regnet Fische? Ich bin von oben runtergefallen. Bürger, in diesem Bereich werden Reparaturen durchgeführt. Bitte begeben Sie sich an einen sicheren Ort. Hey, Vorsicht! Gerne, ich bin auf dem Weg. Leute, es ist mir egal, ob die aktuellen Wärmeeinheiten noch funktionieren. Setzt im gesamten Abschnitt die neuen ein. Der Kunde hat die Genehmigung und will sofort loslegen. Er hat sogar im Voraus bezahlt und einen Wahnsinnsbonus draufgelegt. An die Arbeit. Back Frag Citadel Air. Ich hab einen Schuss. Ich hoffe, ich kann damit noch jemanden töten. Ich sehe jenseits der Lücke einige Skycars. Vielleicht ein Landeplatz. Ich überprüfe den Bereich. Transport nein, Lebensmittel nein, Wäsche... Es ist ein Skycar-Händler. Cision Motors. Schicken Sie ein Shuttle dorthin. Ich finde schon einen Weg. Okay, genau. Dieser Bereich ist nicht sicher. Wie die Leute mich einfach töten also, wollen, wer das so, wohl dass ist, die Sicherheit den gesamten Bereich abgeriegelt hat. Es wird ziemlich knifflig werden, Ihnen einen Shuttle zu besorgen. Bleiben Sie dran, Brooks. Sagen Sie als geht. Außerdem empfehle ich Funkstille, außer mit mir. Die Kommunikation wurde gehackt. So haben Sie sie wahrscheinlich auch gefunden. Wer sind diese Typen? Ich weiß nicht, aber sie scheinen sie nicht besonders zu mögen. Ja, das Gefühl habe ich auch. Was ist das? Schnee? Eis? Das ist echt, das ist hier kalt, oder? Das ist so eine Art Kühldings. So eine Art Kühlraum. Hey. Ah, okay, hier ist Fisch deswegen. Hey. Erstmal gechillt eine rauchen, gell? Hey.
Muss ich jetzt gleich wieder ballern bestimmt, oder? Die finden mich. Ich hätte gerne noch ein bisschen Munition. Ich muss zu meinem Geschäft. Was soll die Abriegelung? Werden wir angegriffen? Mach die Tür auf! Recht unangenehm hier ohne. C-Sicherheit hat den ganzen Bereich abgeriegelt? Sicherheitsalarm. C-Sicherheit hat über den gesamten Bereich ein Verkehrsverbot verhängt. Der Stoßtrupp hat versagt. Shepard war unbewaffnet. Mann, diese Typen waren echt Idioten. Okay, jetzt heißt es wohl leise sein, aber das ist einfach nicht mein Ding. Wie soll das funktionieren? Ganz ehrlich. Oh fuck, ich hätte nachladen müssen. Hat der andere mich jetzt gehört? Nee, oder? Mann am Boden! Oh oh. Geh nicht zu weit. Ist da hinten jemand? Ist da hinten jemand? Na toll. Egal. Es ist kein Schleichspiel. Ich weiß, was es sagt. Ich kann nicht schleichen, aber ich habe hier auch echt wenig, also nicht so viele Möglichkeiten. Weil wenn ich den schnell getötet hätte, hätte es wahrscheinlich geklappt. Aber egal. Ich habe das gar nicht nötig. Oh, hallo. Shepard, hörst du mich? Hallo, Tali. Ja, klar. Mir geht's gut. Aber ein bisschen Verstärkung wäre schön. Gut. Joker hat mir erklärt, was passiert ist. Ich bin zu Fuß unterwegs, müsste aber bald da sein. Entschuldigung, aber wer ist das? Sie senden Entschuldigung? Auf einen Kanal und gefährden dadurch Kommando Shepard. Was? Wer spricht da? Moment. Joker hat doch sicher Analystin Brooks erwähnt, oder? Das war sie. Kein Streit jetzt, okay? Von EZ-Fleisch. Wir stellen nichts her, das nach Gorgana schmeckt und schon gar kein... Was? Und schon gar keine Grill-Asari. Mit so etwas machen wir keine Geschäfte. Bitte beschränken Sie sich bei Ihren Bestellungen auf unseren offiziellen Katalog. Mit freundlichen Grüßen, Cred Bast. Versandsleiter EZ-Fleisch. Incorporation. Nice, wie direkt Tali kommt, um uns zu retten, um uns zur Hilfe zu eilen. Hatchet-Team, bitte antworten. Hatchet-Team, gibt es nicht mehr. Verdammte Funkgerät, Jungs. Was ist los? Nichts. Darüber und untersuchen. Er ist hier! Ihr müsst einfach viel mehr schicken, Leute. Das bringt doch nichts, immer so eine Handvoll. Deine Schilde! Zum Glück habe ich Schilde, ey. Wenn ich nur noch mit dem letzten leben, wäre es ziemlich knapp. Liara hier. Hab's gerade gehört. Perfekt. Wir sind alle unterwegs. Gut zu hören. Die Lage ist ein bisschen heikel. Natürlich ist sie das. Wie immer. Liara hier, ich bin unterwegs. Krass, das ist wahrscheinlich auch total unterschiedlich, mit wem er, je nachdem, mit wem er was hat, oder? Kommen dann unterschiedlich schnell zur Hilfe. Wäre mal interessant, was dann sonst passiert. Festus, ich weiß, dass du am Obst knabberst, wenn ich nicht da bin. Lass das! Ich mein's ernst. B. Welchem Obst? Ich dachte, das wäre EZ-Fleisch. Aber oh, das sind alles Brooks, unterschiedliche Dinge. Ich habe einen Weg auf die andere Seite gefunden. Ist aber abgeriegelt. Ja, klar, wegen der Abriegelung. Kommen Sie durch? Ich versuche einen Override. Ja, klar. Abgeriegelt wegen der Abriegelung. Oder so. Irgendwie. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Spectre-Freigabe wird bestätigt. Ich versuche einen Override. Verdammt. Oh, das ist schlecht. Eva, was ist los? Das habe ich ja bis hierher gehört. Alles unter Kontrolle. Achso, das sind Scheiben. Oh, ich kann da gar nicht hochschießen, oder was? In den Bezirken sind überall Alarme zu hören. Was geht da vor? Ich dachte, ich mache es ein bisschen interessanter. Wir müssen uns mal zusammensetzen und über ihre Methoden reden. Oh, Granate, das ist frech. Shepard, Brooks hat mir den Navi-Punkt für den Skycar-Laden geschickt. Ich bin gleich da.
fuck, oh fuck, ich bin tot. Was ist über die Söldner bekannt? Mögen mich nicht. Das schränkt die Verdächtigen nur bedingt ein. Commander, es wäre wirklich hilfreich, wenn Sie Funkstille halten würden. Hey, die haben mich angefangen. Wie es gar nicht richtig ernst nimmt, ey. Ich werd hier gerade total angegriffen, ne? Gott, wo kommen die ganzen Granaten immer her? Hey, die haben mich angefunkt. Shasta, Liebling. Also folgendes. Du kannst solche Sachen zu Chiala einfach nicht sagen. Sonst flippt sie aus. Ich schwöre dir, da sprengt es ihr das blaue Köpfchen weg. Ich bezweifle, dass ihr Papa ein Watcher war. Nur so ein Gefühl. Wie? Hab ich meine Dings, meine Klinge? What? Die stirbt gar nicht. Das war doch ein Volltreffer, oder? Ihr werdet wahrscheinlich wieder sagen, nein, aber ich weiß es ganz genau. Jetzt aber tschüss. Leute, ich glaube, mir ist bei was voll Extremem das Kreuzband gerissen. Verliere das Bewusstsein vor Schmerzen. Yeah! Gibber Gipster Gublanski. PS, okay, Leute. Echt, mir wird schwarz. Mitglied am Boden, meinst du die Drohne? Wobei die von Tali hat auch einen Namen, gell? Die gehört auch zur Familie. Na komm hoch. Ich habe auch eine Granate, ich kann sie nach dir werfen. Boah, das Granatenwerfen habe ich halt gar nicht im Griff, gell? Aber ich finde es immer ein bisschen schwer. Ist immer ein bisschen schwer, das einzuschätzen. What the fuck ist das für eine Mission? Was ist das für eine Mission? Brooks Schluss? Ne, Brooks Ende. Das erinnert mich an Traumschiff Surprise. Warte, wie ging's? Rock? Rock und weiter. Nichts Rock und weiter. Rock fertig aus. Wie Rock fertig aus? Der Name meiner Ex-Frau ist fertig, meine ist aus. Rock fertig aus. Nichts weiter. Diese dummen Sprüche da die ganze Zeit, ey. So, wir haben es fast geschafft. Oh, da greift jemand an. Tali, meine Gute. Oh, die nimmt es aber ganz ernst. Wie sie vor... Alles in Ordnung? Na klar. Ja, mir geht's gut. Der Landeplatz ist gleich da drüben, aber hinter einem versperrten Tor. Suchen wir eine Steuerkonsole. Cooles Outfit übrigens. Steuerkonsole. Cooles genau. Outfit? Das hab ich immer an. What? What? Bist du wirklich durch ein Aquarium gefallen? Darüber reden wir später. Ach, deswegen war ich so Erinnerst nass. Erinnerst du dich noch, als du mich in den Bezirken gerettet hast? Wir reden später darüber. Warum reden wir nicht jetzt drüber? Ich finde es voll interessant. Gebraucht K. Der Sissian Stalwart. Von Hand in Fabrikationstanks montiert, die mit gefiltertem Quellwasser aus den Eisbergen von Imaneia gefüllt sind. Der Sissian Stalwart ist mehr als nur ein Auto. Er ist eine Lebensentscheidung. Das garantiert Sissian Motors. Manager Snuckle Van Herr Sissian Motors. Ich erinnere mich noch gut dran, Tali. Das war lange her. Lange, lange her. Der Sissian Dauntless. Sie suchen etwas Einzigartiges. Etwas, das sogar ihre Asari-Nachbarin vor Neid ergrünen lässt. Mit dem Sissian Dauntless haben sie es gefunden. Diese robuste Schönheit bringt sie nicht nur von einer glamourösen Videopremiere zur nächsten. Sie trägt bis dahin auch eine Wolke des Lächelns. Das beste Angebot im bekannten Universum oder ich will nicht mehr Snuckle Van Herr heißen. Manager. Der Sissian Gallant. Wollten Sie jemals Gefahren aus der Sicherheit Ihres eigenen Skycar heraus erleben?
Müssen sie die Weiten des Unbekannten erkunden und rechtzeitig zum Abendessen wieder zu Hause sein? Der Sissian Gallant erledigt das für sie. Leistungsstark, geräuscharm und bereit, sich auf den exklusivsten Boulevards in den Kampf zu stürzen. Sissian Mochos verschafft ihnen Raum zum Atmen. Warum kaufen wir uns hier nicht eins? So ein Ding. Wie es einfach ein Autohändler ist. Oder ein Skycar-Händler, kein Autohändler. Die Zeit der Skycars, bin mal gespannt, wann die kommt bei uns. Ist halt wahrscheinlich so ultra, oh krass, so ultra uneffizient von der Energie. Brauchst so viel Energie, um so ein fettes Ding in die Luft zu heben. Klar, du kannst dann immer alles direkt anfliegen. Immer hier direkte Entfernung, Luftlinie. Gibt's hier noch irgendwas oder nicht? Bisschen Geld. Aber daran sieht man immer, wie, wann das eigentlich geplant ist, wann man die Mission macht. 2000 Credits. Also das ist schon immer ganz wenig. Oh, das ist so Mittel, glaube ich. Also so Mittel, Mid-Game sollte man das, glaube ich, machen. Oder ist es vorgesehen? Oh oh. Ein Volus. Zurücktreten. Moment. Könnten Sie bitte das Tor öffnen? Das ist der Manager bestimmt, oder? Dankeschön. Danke. Bitte gehen Sie. Also das hätte ich auch geschafft. Okay, jetzt müssen wir uns nochmal durchballern wahrscheinlich. Die Musik dazu. Ich glaube, wir gehen von hier hinten, oder? Müssen wir echt nur zur Zone? Okay. Cool. Oh oh. Jawohl. Das ist einfach Rex. What the fuck, wie er einfach da ist. Alter, der Rex. Wie er einfach reinmarschiert. Und Abflug. Tschüss. Behalt mal einen da. Ich würde ihn gerne mal befragen. Geiler Typ einfach, der Rex. Rex? Was machen Sie denn hier? Kleinerer Streit mit dem Rat über die kroganische Expansion. Ah, es geht jetzt schon los, gell? Lol, haben wir jetzt einen Rex sogar im Team kurz, oder was? Das ist ja geil. Oha, was für eine Waffe ist das? Gibt es einen Weg hier raus? Jeff Spitfire. Rex, ich bin Profi. Das ist kein Ja. Aber auch kein Nein. Rex, ich bin Profi. Commander! Joker, wir haben kein Transportmittel mehr. Wo sind Sie? Unterwegs. Hab Brooks aufgesammelt. Dachte, Sie haben bestimmt ein paar Fragen. Gut gemacht. Was so geil ist die Waffe auch nicht. Ich treffe halt wieder nichts, gell? Es tut gut, wieder im Einsatz zu sein. Ja! Ja, yeah, voll geil, dass man Rex tatsächlich noch am Start haben. Aber die macht gar nicht viel Schaden, ja. Ja und nein. Söldner in einem Shuttle von C-Sicherheit. Was? Ich bin gerade ein bisschen beschäftigt. Natürlich, tut mir leid. Wir sind gleich da. Ich bin gerade ein bisschen beschäftigt. Ich muss mich hier ein bisschen durchballern. Voll geil zu der Musik. Lol. Bin fast da, Commander. Halten Sie durch. Wow, das war eine richtig gute Granate. Guter Ort für einen Kampf. Man kann so... Nähere mich Ihrer Position, Commander. Folge einfach dem Mündungsfeuer. Wie sie runterkommen, ey. Tut mir leid, dass ich so wie spät komme. Lemminge. Ich musste die Touristenroute nehmen. Touristenroute? Wir hatten vier Beinahabstürze. Wo zum Teufel haben Sie bloß fahren gelernt? Schöne Grüße von Brooks. Vier Beinahabstürze. Der Jogger kann halt gut... Kommen Sie zum Shuttle. ...gut fliegen, aber schlecht fahren wahrscheinlich. Wow, was war das? Holy.
Für unseren Rückzug sichern. Komm, Tali, Tali, hopp, 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 Tali. Ah, die wird schon kommen. Okay, ich bin jetzt so eine. Perfekt. Wie alles so ein bisschen witzig gemacht wird. Oha, wie jetzt Tali jetzt noch vor mir ins Dings geschafft. Einfach ein kleines bisschen ballern. Kann mir jemand sagen, was hier vorgeht? Wer waren diese Söldner? Schwer bewaffnet und mit Zugang zu Shuttles von C-Sicherheit. Ich weiß nicht. Hab sie noch nie gesehen. Unfassbar, dass sie das überlebt haben. Die hatten Waffen und Granaten und diese Drohnendinger. Tja, aber ich bin Commander Shepard. Ist schon okay. Ich frage Commander Bailey, was bei C-Sicherheit los ist. Okay, das klingt... Moment! Macht das Ihrem Kontakt dann nicht automatisch auch zum Ziel? Ja. Sie hat recht, Shepard. Bis wir mehr wissen, wäre das ein großes Risiko. Okay, dann machen wir erstmal allein. Shepard hat es doch wohl... Bailey hat es doch wohl im Griff. Allein. Ohne Hilfe. Außerhalb des Gesetzes. Okay, klar. Die ist richtig unentspannt. Sei mal ein bisschen entspannter, Brooks. Brooks, es ist okay. Ich weiß, es ist ein bisschen viel. Ich wurde angeschossen. Ich habe Medigel. Aber ich mache einen Bürojob, damit ich eben nicht angeschossen werde. Und Sie töten 100 Leute mit einer Pistole. Ups. Okay, ja, das ist passiert. Ich meine, wer macht sowas? Also außer Ihnen. Medigel macht einen angeblich nervös. Wirklich nervös? Nein. Wie sind Sie da reingeraten? What the fuck? Ich verhindere für den Allianz-Geheimdienst das Fälschen und Hacken von Officer-IDs. Ich melde zum Beispiel, wenn jemand mit einem Admirals-Ausweis einen Nachtclub auf der Citadel besucht, obwohl dieser Admiral gerade auf Tuchanka kämpft. Ich habe ein tolles Programm dafür geschrieben. Es heißt Mr. Biscuits. Wie meine Katze. Alter. Brooks. Tut mir leid, also Mr. Mein Programm hat ein Eindringen in Ihre Geheimakten festgestellt. Das geschah dann mit allem, was wir über Sie haben. Personalakte, Missionsberichte, einfach alles. Seit wann führt das Hacken von Personaldaten zum Einsatz schwerer Waffen? Bedenken Sie, was Verbrecher mit Shepards militärischen Zugangscodes anfangen könnten. Oder mit seinen Spectre-Codes. Ziemlich viel auf jeden Fall. Deshalb sollen Sie sterben, Shepard. Dann hält die nichts mehr auf, bis es zu spät ist. Landurlaub gestrichen mal wieder. Ja, ohne Witz, ey. Ohne Witz, ich hab gedacht, wir können hier jetzt gemütlich chillen und eine Party feiern und jetzt müssen wir hier irgendeiner Verschwörung auf den Grund gehen. Was ist denn das schon wieder? Ist nämlich was Größeres. Okay, finden wir raus, wer die sind und halten wir sie auf. Vorschläge? Was ist mit der Pistole, die Sie mitgenommen haben? Ganz schön heftig für so ein kleines Ding. Ich hab sowas noch nie gesehen. Ja, das ist dich echt unterwegs. Hallo, Liara. Vielleicht kann ich helfen. Glyph? Beginne mit dem Sortieren relevanter Hallo. Dr. Tassoni. Wo ist eigentlich Joker? Der ist doch nicht der ist doch das Ding geflogen. Shepard, freut mich, dass nichts Schlimmes passiert ist. Aber das mit dem Sushi-Laden ist traurig. Ich war da sehr gern. Hab ich gehört. Okay, Liara ist beschäftigt. Was macht der Rest der Crew? Ja, was ist mit diesen Faulenzern? Hallo, Joker. Joker, Sie waren fleißig. Ich habe Leute gefunden, die gerne unter Beschuss liegen. Hallo, Erlaubnis, Leute. Erlaubnis, an Bord zu kommen, Shepard? Ich wollte gerade fragen, nach was das entschieden wird, wer hier ist. Also keine Ahnung, klar. Tali, weil wir mit ihr zusammen sind. Aber Rex, also nach was wird Rex entschieden? Und wenn Rex nicht lebt oder wenn wir uns gegen Rex entschieden haben, was genau, also wer genau kommt dann? Müssen wir jetzt mit allen reden und dann los? Also was ist mit dieser Party? Ich will diese Party feiern. Ich habe wieder neue Nachrichten, kann das sein? Hier müssen wir auch mal gucken, wenn wir hier tatsächlich ein bisschen was umbauen können. Standard-Toilettentisch. Ja, aber der ist doch da schon, oder? Gibt es hier irgendwas anderes? Oder müssen wir das noch... Müssen wir das finden? Wir haben hier überhaupt nichts Neues, oder? Das ist doch strange. Vielleicht kann das sein... Standard Sofa, Standard Sessel.
Da gibt's doch bestimmt andere Sachen, oder? Kann das sein, dass wir die erst finden, wenn wir hier im Apartment waren? Also, dass wir da tatsächlich vielleicht hätten früher hin sollen, damit wir ganz viele Skins finden für unsere, für unser Apartment. Ach, keine Ahnung, ich weiß es nicht genau. So, auf jeden Fall müssen wir jetzt erstmal mit der Gruppe reden. Hier, Identitätsdiebstahl. Liara untersucht die Gruppe, die hinter dem Identitätsdiebstahl und dem Mordanschlag steckt. Sprechen Sie mit ihr, sobald sie fertig ist. Okay, das heißt, wir reden erst mit allen anderen und dann reden wir mit Liara. Und dann finden wir mal heraus, was hier los ist. Ich will nämlich unsere Party feiern. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht's gut, haut rein und tschüss.